Die Marktgemeinde Deutschkreuz ist nicht nur in Bezug auf die Fläche, sondern auch auf die Anzahl der Einwohner die größte Gemeinde im Bezirk Oberpullendorf. Und diese Größe ist kein Zufall, sondern ein Resultat aus vielen Entscheidungen zugunsten der Bevölkerung. In Deutschkreuz bewegt sich sehr viel. Wir haben in den letzten 13 Jahren an die 50 Millionen Euro investiert. Ich denke, sehr gut investiert, gemeinsam mit der Bevölkerung Objekte geplant, umgesetzt, und das ist das Wichtige. Ich denke, der Mensch steht immer im Mittelpunkt, auch in Deutschkreuz. Und was ganz wichtig ist natürlich, Deutschkreuz mitten im Blaufränkischland, Weinbaugemeinde, ein Wirtschaftsfaktor, der nicht mehr wegzudenken ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Wirtschaft in Deutschkreuz. Es wurde ein Wirtschaftspark errichtet, der sich sehen lassen kann. Zwischen 45 Arbeitsplätze wurden jeweils von jungen Unternehmen geschaffen. Können wir stolz darauf sein? Wir wissen, dass hier gut investiert wurde. Und gut investiert wird auch in junges Wohnen. Denn in Deutschkreuz werden junge Familien, welche sich hier ansiedeln möchten, auch dementsprechend unterstützt. Aber auch die ältere Generation kann hier ihren Ruhestand genießen, denn mit den Projekten Betreutes Wohnen und dem bereits etablierten Haus Lisa wurde die Grundlage dafür geschaffen. Aber auch im kulturellen Bereich hat Deutschkreuz einiges zu bieten. Und da ist unser Tourismusverband eigentlich der, der verantwortlich ist, hier an der Spitze mit Christian Gradwohl, der vieles, vieles managt. Ich möchte ein herzliches Dankeschön sagen und glaube auch, dass es wichtig ist, dass unsere Winothek sehr, sehr gut floriert und in den letzten Tagen und Wochen eigentlich eine Weinlounge eröffnet wurde, die sich sehen kann. Es kommen schon sehr, sehr viele Gäste und Anmeldungen. Auch hier funktioniert das Ganze sehr gut. Dass diese Gemeinde funktioniert, sieht man aber auch an den vielen sportlichen Angeboten. Den vielen Vereinen, welche nicht nur jedes Jahr in der zweiten Juliwoche das berühmte Rotweinfestival veranstalten, sondern auch regelmäßig abheben. Aber auch Touristen und Tagesbesucher fühlen sich aufgrund des vielseitigen Angebots in Deutschkreuz wohl. Natürlich entscheidend ist es auch, dass wir einen Bahnhof haben. Muss ich meinen Vorgängern danken, die sich eingesetzt haben. Hier pendeln tagtäglich 600 Personen von Deutschkreuz Richtung Wien, Eisenstadt, Wiener Neustadt. Mein Wunsch wäre, dass dieser Bahnhof weiter ausgebaut wird, ein komplettes Konzept neu erstellt wird und so schlussendlich auch die Entlastung der Anrainer am Bahnhof gegeben ist. Die Lebensqualität ist hervorragend, es kann noch besser sein, wir werden uns noch mehr bemühen und daher denke ich, dass Deutschkreuz eine lebenswerte Gemeinde ist.